liebe Elf-Freunde-Leser. Mein spannendes, verrücktes und auf und abiges Jahr in Hamburg geht zu Ende. Es war ein verrücktes Jahr, ein Jahr voller Höhen und Tiefen mit einem bitteren Ende. Wenn ihr wissen wollt, wie mein ganzes Jahr verlief, dann schaut ihr die nächsten Elf-Freunde rein. Da wird ihr alles erfahren. Also, schnappt euch die Zeitung und wenn ihr Zeit habt, dann schaut euch das mal an.